Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drachensang, das Auge der Göttin. So, wir sind im Ugdanhafen wieder und wollen Störebat über seine Wagenlieferung, die wir vor Orks gerettet haben, informieren. Dann gehen wir kurz in die Grafenstadt. Fragen unseren Kumpel nach dem Zehnt. Ach ja, und das Stadtarchiv müssen wir auch noch besuchen. Ja, da müssen wir noch ein paar Sachen. Sprich mit Eberkrütz. Das ist das mit den Trollen. Ja, und da müssen wir die Blutberge. Gut. Kann ich euch behilflich sein? Ich habe euren Lieferanten gefunden. Er ist von Orks überfallen Wie worden. schrecklich. Lebt er noch? Ja, ich habe ihn aus der Gewalt der Orks befreit. Leider ist sein Fuhrwerk beschädigt, sodass er die Reise nicht fortsetzen kann. Dann werde ich ihm ein paar Leute schicken, damit sie den Wagen reparieren. Vielen Dank, dass ihr euch der Sache angenommen habt. Nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Ich danke euch, lebt wohl. Was haben wir gekriegt? Wahrscheinlich Geld. Das steht ja natürlich nie da. So. Ich habe mit Eberhard Störebrand gesprochen. Ich habe den Lieferanten gefunden. Seine Weiterreise steht jetzt nichts mehr im Wege. Gut. Das heißt, es geht weiter. Die Grafenstadt. Da müssen wir links rum. So, da kommen wir auch gleich beim Stadt raus. Nee, Rüstungshändler, unsere Stadt ist hier drüben. Hi, Danko. Ah, was kann ich für euch tun? Wollt ihr meinen Anteil Aber haben? natürlich, hier habt ihr eure 10 Dukaten. Herzlichen Dank. Hast du was Neues zu Ah, was verkaufen? kann ich für euch? Nein, er hat immer noch nur dasselbe, was wir ihm gegeben haben. Hat davon noch nichts verkauft. Okay, da heißt es jetzt Arbeitsstadtarchiv. Das wäre das Gebäude hier. Und mit der Archivare müssen wir reden. Was für eine Freude, euch zu sehen. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Der spielt Korolax aus Morolos, schickt mich. Ich soll eine Abschrift eines Dokumentes für ihn abholen. Ach ja, die Abschrift. Ich habe mich schon gewundert, dass noch keiner deswegen gekommen ist. Der ursprüngliche Abholer sitzt leider im Zwergenviertel fest. Deshalb hat Korolax mich darum gebeten. Ich hoffe, die Felsenbeißer werden das Zwergenviertel bald wieder öffnen, damit es in Ferdok wieder ruhiger wird. Hier habt ihr das Dokument. Ich danke euch. Kristalle und Erz wurde aktualisiert. Ich überbringe das Dokument. Erstmal boten die sich. Ich habe das Dokument für Kurulax von Louisiane bekommen. Archivar Louisiane hat mir das Dokument für Kurulax gegeben. Ich sollte nach Morolos reisen und es abgeben. Ja, das haben wir jetzt als erstes vor.
Und dann geht's ab in die Blutberge. Ja, ich weiß, da waren wir schon mal. Und so blutig ist es da gar nicht. Da Abschrift eines Dokuments. Der Arm. Ja. So, auf. Also Talon lassen wir es erstmal aus. Blutberge, Abistreu, nein, Murolosch erst einmal. Schon interessant, wie das einzige, was ganz weit im Süden liegt, Murolosch ist. Das meiste liegt eigentlich hier, in dem Bereich. Und irgendwie liegt nichts in Richtung der großen Hauptstraße. Wir sind im Murolosch angekommen. Mal gucken, was aus unserer Rüstung jetzt geworden ist, durch die Kristalle und die Erze. Ihr beide könnt übrigens wieder eure Fernkampfwaffen mal in die Hand nehmen. Fällt mir gerade so auf. Ich habe hier eure Abschrift aus dem Stadtarchiv. Endlich! Eure Rüstung ist auch fertig. Sie wird euch beim Tragen jetzt weniger behindern. Sonst noch etwas? Was hast du so noch an Drachentöterhammer und Schneidezahn? Drachentöterhammer, aber das ist eine 2-Hand-Hieb-Waffe und Schneidezahn ist eine Wurfwaffe. Brauchen wir beides nicht wirklich. Geschlossen. Kristall und Erze. Ich habe herausgefunden, wofür die Kristalle und das Erz verwendet werden können. Mit ihnen kann ein Meisterschmied bei einigen Metallrüstungen die Behinderung senken. Ja. Ich habe Kurlax das Dokument gegeben und meine aufgewertete Rüstung bekommen. Sie behindert den Träger jetzt deutlich weniger. Ja, zwergischer Plattpatzer. Keine Ahnung, was er vorher hatte. An Behinderung. Jetzt hat Frau Rebe jedenfalls nur noch 1 Behinderung. Was sehr wenig ist. Alles klar. Selbst Gwendala hat Behinderung. Können wir ihr Rüstungsgewöhnung beibringen? Körperkraft 12. Ja, also wir könnten sie beibringen. Das wäre eigentlich nur vorteilhaft. Und die 150 Punkte gut investiert. Ich muss nur andere Richtung. Ja, der Waffenmeister steht dort. Der kann uns... sicher Rüstungsgewöhnung beibringen. Ja, Rüstungsgewöhnung. So, jetzt ist deine Behinderung um 1 niedriger. So, dann können wir Murolosch erstmal wieder verlassen und in die Blutberge reisen.
Das ist der Tempel. Und ja, ich sollte mal auf die Karte einfach achten. So, dann geht's jetzt erstmal nirgends hin, weil ich einen Quicksave mache. Sicher ist sicher. Ich will das nämlich alles nicht nochmal machen. So, und jetzt sind die Blutberge. So, wir schlängeln uns um an Talon vorbei. Und dann müssen wir den Weg in die Blutberge nehmen. Und mal gucken, was uns hier Neues erwartet. Auf jeden Fall sind hier noch die Hausschweine. Ah, wir haben Schnellreisepunkte hier bei Priotenlager. Wir haben sogar hier oben bei der Burg, hier hinten im Wald und beim Dunkelforst Gutshof jeweils. Oglinwurz und Gullmund. Oh, die Hausschweine stehen jetzt ohne ihre Wächterin da. Brave Brutzis. So, mal kurz gucken. Steht unser Händlerfreund noch hier rum? Nein, aber jede Menge Drachkultisten gammeln in der Gegend rum noch. Und sogar die Bären sind noch hier. Also eigentlich möchte ich direkt zum Gutshof. Oh, Salina steht hier mit ihrem Bruder. Bären, Wolf und Feuerfliegen. Ja, Bredo Bento ist hier. Vielleicht hat der was. Also irgendwie sieht es hier anders aus schon mal. Hi, Bredo. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, schön euch zu sehen, Bredo. Kann ich deine Waren sehen? Aber immer doch. Oh, da sind Zuckerstangen. Juhu. 10 Figuren. Hat er auch Murmeln? Ja, Mist. Ich habe vergessen, an die Murmeln zu denken. Aber ja, Zuckerstangen. Hätte ich gerne 10 Stück. Lass das mal vor Grimm machen. So, jetzt fehlen mir noch 6 Murmeln eigentlich. Bis jetzt ist mir wenigstens noch nie eine Quest misslungen. Also, ich habe 10 Zuckerstangen. Ich habe die Koschamazungen. Ich habe Mausefallen. Ich habe die 10 Figuren. Und ich brauche ein Dutzend Murmeln. Ja, ich habe nur ein halbes Dutzend bis jetzt. Aber vielleicht hat hier jemand noch was zu verkaufen. Da wäre Torben Mehlteuer, den suchen wir ja eigentlich für die Aufgabe. Ja. Oh.
Pirniano und Danos sind auch wieder normal. Achso, das hier ist gerade eine Hochzeit wahrscheinlich, endlich. Also, Lina. Es ist immer eine Freude, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Salim. Wie kommt es, dass du hier bist? Der Vokar Tamlok und mich anlässlich des Travia-Bundes seiner Tochter Firiane eingeladen, um die Gäste mit unserer Kunst zu unterhalten. Manchmal muss man eben auch in abgelegene Gegenden reisen, um sein Geld zu verdienen. Tamlok, du alter Miesepeter, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Nicht, wenn man mit einem Publikum aus Hinterweltland zufrieden ist. Wie nett. Und was hat dich hierher verschlagen?